Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus, mitten aus dem Ruhrpott. Und heute mache ich ein Mock oder vielleicht sogar zwei. Mehr dazu nach dem Intro. So, schön, dass ihr da seid. Und zwar hatte ich in der letzten Paper News ein Polybag von Star Wars Limited Edition, den Republic Gunship. So sieht das gute Stück aus. Ich habe das da aufgebaut. So sieht's aus. Ja. Und dann habe ich jetzt bei Entschuldigung, nachgeschaut. Es gibt dort ein Mock. Und dieses Mock ist eine Drohne von Just Ticket 8 mit 38 Teilen. Und die werde ich jetzt mal bauen. Dafür muss ich den erst zerlegen. Und ich melde mich wieder, wenn ich den zerlegt habe. Ganze. Und ich habe mir die PDF-Anleitung aufgemacht für die Drohne. Und ich hoffe, dass mein Mikrofon diesmal nicht wieder diese tollen Aussetzer macht. Und ich werde jetzt mal anfangen. Es ist eine typische, ja, Lego-Anleitung, das heißt ein Teil oder mal zwei Teile. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie viele Bauteile das Ding insgesamt hat. Aber wir bauen einfach mal vor uns hin und mal gucken, was daraus passiert. Wie gesagt, ich finde es immer wieder gut, wenn Leute sich Ideen entwickeln. Also da bin ich, glaube ich, noch weit von weg, also aus sowas dann was anderes zu bauen. Aber ich finde das gut, weil ich bin ja ein Fan von mehr oder minder so mehrere Modellen aus einem, also 3 in 1, 5 in 1, weil ich denke mir immer so, bei Lego oder bei solchen Teilen sollte halt Kreativität im Fokus stehen, und wenn dann halt der eine oder andere noch was baut daraus, finde ich das gut. Ich meine, jetzt bin ich hier bei Bauschritt 7. Sieht schon interessant aus, aber man muss ja erstmal auf diese Ideen kommen. Zerlegt sich jetzt gerade alles wieder so ein bisschen, aber das sind wahrscheinlich meine groben Hände hier oder so. Ich denke mir schon, dass das im Endeffekt halten wird. Mag dann auch an der Klemmkraft. Okay.
Das war es jetzt Bauschritt 14. Sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus. Jetzt drehe ich das Ganze wieder. Ja. Also die Anleitung ist gut. Würde ich sagen. Klar, ein Bauschritt pro. Man muss ja gucken, wie jetzt das Modell gedreht wird. Okay, also es ist wahrscheinlich dass dieselbe Bau, nur ein bisschen anders dargestellt, was ich ja noch verkehrt finde. So kommt keine Langeweile auf. Bisschen Femininer, aber das war jetzt auch wieder falsch. Am Wort. So. Ja. Gefällt mir eigentlich recht gut. Klar, sind jetzt beteiligt. Wir kommen auf eine Länge von 6,5 cm, eine Breite von rund 6 cm, eine Höhe also von 3 cm. Ich finde es wirklich gut. Ich finde es schön. Hat er sehr, sehr gut gemacht. Und ich habe gesehen, er hat noch eine und deswegen werde ich jetzt hier einen Cut machen, wieder zerlegen und das andere Modell auch noch machen. Für euch ist eine Sekunde. Bis gleich. Das Ganze ist wieder zerlegt. Jetzt habe ich hier das Mock 126 068 42 Teile. Auch von Justeke 8 die Electro Warforce Spaceship. Sieht auch sehr interessant aus und wie gesagt, zwei Mocks von einem kleinen Polydeck.
Ist in Ordnung. Also wollen wir mal gucken, wie das jetzt aussieht. Wollen wir das mal bauen. Selber Designer, also gehe ich mal ungefähr von derselben Bautechnik aus. Ja, auch immer nur das nehmen, was dann halt vorhanden ist, ne? Aber das gefällt mir jetzt schon ziemlich gut. Ich habe jetzt nicht unbedingt darauf geachtet, wie viel Abstand da zwischen den beiden Konstruktionen war. Ich meine, man muss erstmal diese Idee haben. Ne? Das war klipp und klar. Da kann ich nochmal eine Hochachtung machen. Deswegen stelle ich auch gerne solche Mocks vor. Und der Mocker wird halt immer benannt. Und ich werde ihn auch mal rückblickend ganz normal bewerten. Er kriegt auch da, wenn ich es kann, ein paar Fotos zu seinem Modell. Und so, jetzt bin ich bei Bauschritt 7. Jetzt hat man ein bisschen ein Problem. Man sollte jetzt hier zweimal einmal eins rund Plate anbringen. Die waren aber hinter Modell. Aber, ja. So, jetzt lege ich das zur Seite. Auch den. Oh, der arbeitet sogar noch den Fensterrahmen. Was sehe ich jetzt hier? Interessant. Das Ding wird ein bisschen größer sein. Das ist jetzt nicht der Designer, das ist einfach nur die Klemmkraft der Lego-Steine. Die ist nicht schlecht, aber für die Arbeit. So. Okay.
Okay, jetzt habe ich das, 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 das. Jetzt muss ich mir das mal in dem Bildchen anschauen, wie er das verbunden hat. Diese Bauschritte fehlen jetzt in der Anleitung. Jetzt sind wir fertig. So. Interessant. Das ist das Modell. Weiß ist eine undankbare Farbe beim Film. Und zwar, dieses Teil liegt hier eigentlich jetzt drauf und wird jetzt von dem einzelnen Teil gehalten, was ich aber gar nicht mal verkehrt finde. Guck mal. Wirklich, gefällt mir. Geht ein Lob raus an den Mocker, auf jeden Fall. So muss ich da einmal schauen. Okay, ja, hat nichts drauf gemacht. Da hat er nichts drauf gemacht. Nö, ist 1 zu 1 von dem, wie ich jetzt gebaut habe. Ja. Dann schreibt mir doch mal bitte in den Kommentaren, was ihr von diesen Mocks haltet. Ich schaue mal nach, was der Mocker noch so alles gemacht hat. Ich werde ihn jetzt hier unten gleich mal nochmal einmal einblenden, damit ihr ihn auch findet. Ich bin mit diesem Modell sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Und er hat quasi aus einem Polybag ein 3 in 1 gemacht. Finde ich gut, finde ich echt gut. Das ist übergeblieben jetzt. Ist auch nicht weiter schlimm. Ja, dann bestelle ich euch einen lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Bitte lasst mir einen Daumen hoch da und ein Abo wäre auch schön. Ich bin der Markus und ich wünsche euch Glück auf, wo immer ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.